Jo Leute, hallo und willkommen zurück zu Part 3. Ja, während wir in einem Auto eingestiegen sind und durch die ganze Normandie fahren dürfen, mit einem Fahrzeug, das nicht gerade gut gepanzert ausschaut und nicht unserem Jahrgang entsprechend ist, fahren wir durch die Normandie im Krisengebiet Zweiter Weltkrieg und ja, wie es abgeht, werden wir sehen. Na, komm schon. Ah. Oh yeah. Oh, nachladen. Ach du heilige Scheiße. Ah, Terror! Was? F? Fenster lehnen? Oh, cool. Oh, es geht auch? Ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Das ist eine deutsche Straßensperre. Was jetzt? Das ist eine deutsche Straßensperre. Ach, toller Witz da. Falscher Jahrgang, Weihnachtsjahr. Oh ja. Alles tut eine Möhre, Alter. Du fühlst mal an, ey. Oh Gott. Oh. Yip, yubi. Ach du Heilige. Action Blockbuster, Alter. Na komm her, jetzt hat mich aber. Jetzt aber. Oh! Ja, leider. Oh Gott. Ach du Heidi, ist was los, ey. Mal vorhin irgendwas schief in dem Spiel. Erstmal unten am Speichern. Jo. Oh, aus diesen Gründen. Aber ich sehe, was passiert. Ach du Heiliger. Fällt er denn? Oh, 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 Panzer. Jubi! Oh! Ha! Scharfschütze wäre auch nicht schlecht. No Scope! Oh. Können wir ja erstmal sicher zu sein, oder? Ja, okay, so viel dazu. Ui, ich hoffe wieder nicht, egal. Wow, Alter, wo kommt der denn her? Oh! Fuck, Mann. Ich treffe aber auch keinen mit dem Sniper, wa? Ja, genau, fahr durch. Mama? Na toll, dafür muss ich mich unbedingt beim Captain bedanken. Schnauze, Elder, schaffen Sie Ihren Hintern raus. Aufmacht ihn, los, los! Ja, was gibt uns noch so eine Möhre? Ich würde sagen. Okay. Raum gesichert. Nice one! Ey, das ganze Haus zerstört, wisst ihr? Das Einzige, was wirklich gut aussieht, ist das Klo. Schön makellos sauber, weil es glänzt auch förmlich, wenn es glänzen könnte bei der schlechten Grafik. Hallo? Lässt mich mal raus hier. Hallo? Alter! Über sowas krieg ich mal Argo. Wenn irgendjemand bei mir in der Tür steht, ey, im Spiel, dann krieg ich mal Argo. Ja, warum? Mann, hat mir nicht einfach einen Weg zu stehen. Ich bin wichtiger als ihr. Boah, warte mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee war, hier zu speichern. Gerade wie ich jetzt einen Schuss hörte, aber ist mir egal. Oh, 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 oh. Wofür dazu? Was? Oh! Chillet hier? Ja, hier Maschinenpistole, hier MP40. Ich möchte besser zum Old Sniper. Obwohl, den Sniper möchte ich gerne noch mitnehmen. Oh, jetzt rede ich hier komplett fast deutschen Inventar rum. K98 und MP40. Uah. Miep.
Ich habe Angst. Was ein Feind. Dann ist hier deine Chance. Klauen Sie jetzt ein Auto und Sie bekommen ein zweites gratis dazu. Was? Ach, Scheiße. Okay. Ich stelle mal einen hier. Ach du Heilige. Boah. Boah. Boah, Panzer. Ja, der FS Sony besser vorholen. Oh Gott. Hallo. Jetzt mal, geh mit deiner Karre hier. Entschuldigung, Sarge. Achso, ja, ich bin gerade voll auf Touren gekommen und so, ne? Ja, sicher, sicher. Boah, ich hab in den kleinen Schritttempo, ey. Ich erstatte Major Shepard Bericht und hole unsere Befehle. Warten Sie hier. In Ordnung, okay. Sarge. Den Krieg in meinen Eingang gewinnen. Uha! Ach ja. Ja, war mal nett abwechselnd mit der Auto-Baller-Mission hier. Gut, okay, weiter geht's. Chiteau, Bankert, Frankreich. Okay. Alle bereit? Los geht's. Airborne. Luft geboren. Bestimmt wurden sie alle im Flugzeug geboren. Sind wir immer so witzig heute. Was kracht denn hier so? Vor uns sind zwei MG-42. Trupp 3 lenkt sich das Feuer von links ab. Trupp 2 sie greifen von rechts an. Los, 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 los! Was bin ich eigentlich? Trupp 2? Ich geh von da links. Oh! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Ah, ich komm ran! Oh Gott! Und die Sicherheit. Hier ist Sicherheit. Nice. Wo ne, kann man noch ballern. Los, los, los! Rücken Sie und in Deckung. Die Kanone geht gleich hoch, vorwärts. Feuerwerk! Bam! Rein in den Graben, vorwärts! Hetz mich nicht, bin ja schon unterwegs. Soll ich da nach oben gekommen? Ach du Heilige! Ach du Scheiße, Alter! Boah! Nice. Vorsicht, weg hier. Okay. Ja, genau, renn hin. Renn hin, genau. Genau. Bam. Du hast den Tod echt verdient, Lasko. Oh, hinter dir. Ich brauche Deckung. Daneben.
Och, Scheiße. Was ist hier los? Miep. Oh, Alter. Boah. Da wollte einer wieder ihn auf Jet Li machen hier, ey. Oh. Wieso nicht wer mit? Ja, ich mach das Teil. Gut. Ja, tschüss. Ja, du gleich, wenn du das machst. Nein, okay. Au, 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 au. Was mache ich eigentlich? Na gut. Bin ich auch richtig? Au, oh, okay. Cool. Ich hab keinen Springsatz, aber ey, ist egal. Was soll ich denn machen? Wo ist der Moody? Ah, ist er. Jetzt bin ich früher gehen können, dann wird wieder zurücklaufen. Oh. Oh. Und bam! Und weg hier! Leute! Hallo? Hallo? Nein! Oh, ja, ich fliege jetzt in Luft, ey. Bitte, wer kann mir im Weg stehen? Gut. Was ist jetzt mein Auftrag? Sichern Sie die feindliche Artilleriegeschütze 3 übrig. Sichern Sie alle feindlichen Karten und Dokumente. Aber das jetzt wirklich alle mitnehmen? Okay. Boah. Ah! Mann, aus dem Gras, ey. Ach du! Genau, und da wollte ich frontal reinlaufen. Richtig! Warum auch nicht? Okay, jetzt aber. Wir zerstören. Eigentlich nur der hier. Dann zielt schmeidig. Einer weniger. Wird er denn ausgelöscht? Geil. Ah! Ich muss es einer ist. Stirb! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Deckung! Oh, Mann! Lutschen! Knappe Geschichte. Oh, Energie, geil! So, jetzt müssen wir mal ein Ding hier kaputt machen. Wo? Oh Gott, oh Gott, ich hänge fest! Nein! Scheiße! Ah! Boah! Hätte ich tief hin können. Und ab zum nächsten Areal. Jetzt schmeckt das und das, Feuer Granate! Boah! Energie. Nice. So, dann machen wir das nächste Mal platt, wa? Gehen zum nächsten Ziel. Und zwar irgendwelche Dokumente sichern. Wo ist du denn? Ey! Bleib stehen!
Deckung! Ey, die Pistole ist so nutzlos, Leute. Oh. Okay, tot. Ach, ist mir erschrocken. Oh, meine Munition gehört alle scheiße. Ja, ich hab schon bekommen, danke. Dass ich hoch muss. Ah, okay. Cool. Haben wir die Dokumente? Nee, ach da, okay, cool. Bevor ihr einfach weiter geht, ich spiele jetzt mal eine Runde. Oh Mann. Ach du Scheiße. Und so jemand, der sterben will? Sollen sie doch alle kommen, ich werde sie gebührend empfangen. Okay, will keiner mehr. Hm, naja, wenn ich will, hat schon. Und jetzt müssen wir uns zerstören, sie die feindlichen Artilleriegeschütze. Eins übrig. Oh 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 oh. Ich bin auch doof, was renn ich auch in den rein? Nein, nein, ich bin ganz schön knausig, was die Energie angeht, irgendwie. Okay. Mann, oder? Da lebt noch einer. Wetz ich mehr. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Okay, gut, dann ich mir so einen Munitionskasten mit hier. Oh, lebt noch einer? Auf jeden Fall. Okay, cool. So, dann nehmen wir jetzt halt alle Lichthaben mit Artilleriegeschütz. Ist die Mission auch bald vorbei. Und damit werde ich auch diesen Part erstmal. Hallo. Beenden. Und. Ja. Oh nein, ich hab's ja vergessen. Nein! Oh. Okay, ist tot. Ich vergesse es jedes Mal, wenn ich rausrenne. Ich renne nur so einfach so blindlings raus, weißt du? Lalalala. Bin ja so, als wenn ich kugelsicher wäre, weißt du? Pff, mir egal. Ich gehe einfach mal hier so lang, es scheint mir so richtig. Irgendwie. Ah! Oh Gott. Lass mich rein hier! Da rein! Mann! Okay. Gesichert? Gesichert. Klick. Hier ein Geschenk! Fangen! Yay, wir haben gesiegt. Ach ja, hier war schön. So Leute, dann würde ich sagen. Oh, Missionsnotes sehen wir noch. Sergeant Moody schuldet mir 50 Mäuse, denn Operation Overlord war erfolgreich. Wow. Unsere britischen und kanadischen Freunde haben gute Arbeit geleistet. Ja, weil ich auch mitgespielt habe. Ohne mich würde gar nichts zu laufen. Die Luftunterstützung ging fast überall daneben. Aber die Männer erfüllten zusammen fast alle Aufgaben der Luftstreitkräfte für den D-Day.
Ich bin wirklich sehr stolz auf Sie alle. Wie Sie wissen, konnten Sergeant Moody und die Privates Alder und Martin durch die deutschen Linien brechen und das Hauptquartier benachrichtigen. Sonst hätte das Hauptquartier wohl keine Verstärkung geschickt, mit deren Hilfe wir Saint-Mère-Église halten konnten. Moody, Elder und Martin wurden beauftragt, eine deutsche Batterie beim Chateau Bricourt auszuschalten, wo sie mit einer Handvoll Männer einem ganzen Platoon der Deutschen gegenüberstanden. Offensichtlich sind und wir haben sie alle platt gemacht. Unsere Einheit wird vom Rest der 101. abgespalten, um einige Spezialeinsätze hinter den feindlichen Linien durchzuführen. Ich schlage vor, Sie polieren Ihr Deutsch auf, meine Herren. Genießen Sie Ihre Freizeit, solange es geht. Deutsch aufpolieren? Kein Problem. Bin ja Deutscher. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal.